So. Mit erleichterter Blase spielt sich Sophie besser gegen den nächsten Boss. Der Echtbosse! Oh Gott. Mit Vermerk auf Mehrzahl. Okay. Ich habe ihn Half-Life gemacht. Moment. Versammlung. Ist ja auch geil. Okay. Moment. Ich würde gerne erstmal den da killen. Oh, ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Nee, oh Gott. Oh Gott, Alter, die Bank hat mir das Leben gerettet. Ich habe auch nie gesagt, dass ich das mal sage. Jetzt alter Antikapitalist. Ja, ne? Oh, warte mal, wir haben ein Problem. Ja, nur so wenig Leben, wie es. Achso, ist noch dabei zu restoren. Wir haben ein Problem. Ich krieg die Gegner am Boden nicht. Doch, kriege ich. Ja! Das war auch ein Boss. Dieses Spiel ist so komisch! Ja. Ja, hat genauso viel Sehen gegeben wie die Ratte gerade. Ja, GG. Drei Bosse diesen Stream. Geil. Das ist aber auch also ist ein gutes Balancing heute. Zwei der einfachsten Bosse des Spiels und dann die verfickte Drecksratte. Nicht aufgepasst. Ja, das war auch nicht. Das war auch nichts. War auch nichts Spannendes dabei. Sind wir mal ganz ehrlich an der Stelle. Dich würde ich gern killen, aber ich darf nicht mit dieser Waffe. Aber habe ich so nötig, ich weiß ja nicht. Heute kein FOMO. Das ist gut. Letzte Woche hatte ich trainiert. Wollte es abgestumpft sagen. Auf nach Manjula. Schaffen wir es irgendwann nochmal zwei Bosse in einer Folge zu klatschen? Ich hoffe nicht, weil ich will die einzelnen Folgen immer nach einem Boss und so. Hm? Haben die halt echt trainiert. Das ist gut. So, gehen wir wieder auf Geschick. Keine Ahnung, aber Geschick. Oh, Level 100, Leute. Geschick ist halt schön für meine Waffe, ne? Ich mag das. Weil so ein bisschen mehr Konstitution auch mal nicht schlecht wäre. Komm, machen wir einmal hier. Ich mag es erst prinzipiell auch immer alles andere ein bisschen gelevelt wird mit dem Level up. Dass ich auch trotzdem immer ein bisschen Leben auch dazu bekomme. So, na dann. Weiter zurück. Weiter zurück, ja. Hier hin, genau. Ich musste doch ein paar Mal letzte Woche an den Stream denken, aber der Drogenrausch hat mich abgelenkt. Der Drogenrausch. Ja, moin. Oh, hier geht's runter. Ich könnte aber auch hier runter. Wobei, ist wahrscheinlich der gleiche Weg, ne? So auf Dauer. Leute, wir haben drei Bosse schon geklatscht in diesem Stream. Ist doch mega. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Was interessant ist, weil ich eben so unglücklich war wie noch lange. Nicht mehr, weil... Kackboss. Wenn die an den Wänden sind, dann ist alles gechillt und die haben einen Totenkopf auf ihrem Rücken. Wie, irgendwelche Ratten. Ratten, ja. Also ich sehe nur noch Ratten überall. Wie, weiß ich nicht. Irgendeine Spinnenart nicht. Ich weiß gar nicht welche. Im Zweifel schwarze Witwe. Ich glaube, so eine Spinne hat die wirklich so eine Art, also so was auf dem Rücken hat, was so ein bisschen aus wie so ein Totenkopf, oder? Göttliches Wasser. Alter, ich kann auch rübergleiten. Gleiten! Juhu! Achso, ne, doch nicht. Doch, juhu! Nein, da war so ein Vorsprung. Das hätte vielleicht sogar. Ich hätte vielleicht sogar getroffen. Ich hab getroffen.
Es ist einfach nur belastend. Das Leben eines Degenführers. Degenführers. Was könnte ein Geheimgang da sein, ne? Das ist kein Geheimgang. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das Fass hier ist gerade erst gespawnt. Bin ich hier, Alter? Da haben wir wieder gar nicht verstanden, was passiert ist. Alter, 101 Bits von Templar Assassin 689 heute. Dann kann ich mir schon fast einen Döner leisten. Ein sechster Döner. Uff, Alter. Dönerpreisbremse jetzt. Mist. Dann also. Okay, wir haben noch einen Versuch. Gegen das kleine Mistviech da. Ja, okay. Irgendwie habe ich eben einmal so getroffen. Och, Mann, oh. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Geile Tür. Ist ja gar nicht. Na, dann machen wir wieder zu, ne? Deinem Tod der Ratte bist du echt lieb. Ja, mich schon, ne? Wenn das Spiel halt kein dreckiger Bastard ist, dann mag ich das Spiel auch durchaus. Ich wette, es wird noch irgendeinen Spinnenboss geben. Irgendeine Riesenspinne. Ich höre schon wieder so ein Glitzerviech. Ich muss da schnell hin, weil vielleicht habe ich eine Chance. Wahrscheinlich nicht. Nope. Ich kann runter. Oh nein. Ja, das war jetzt dumm von mir. Ja, verschwinde. Verschwinde doch einfach. Lass mich alleine. Hi. Yee. Nein! Das sind ja Spinnenmenschen. Das ist ja widerwärtig. Abkürzung. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich heile mich nicht, erst wenn ich die geschafft habe. Ich habe sie geschafft. Ich muss mir neue Lebenssteine kaufen. Fällt mir gerade mal so auf. Wo Backstep? Wir haben wieder eine Chance, Leute. Wir haben keine Chance. Kann man irgendwie... Vielleicht kann er... Hätte das denn? Ach man, ey. Ist das alles belastend hier. Soll ich mal das mich nicht verarschen?
Weil ich sowieso dahin muss. Keine Chance. Das war nicht geplant. Hier ist da bestimmt was Cooles drin. Nein. Hallo. Ach, boy. Sei doch nicht so anfällig gegenüber Schmerz. Dieser Boy bin ich übrigens. Da ist nämlich Leon. Ah, wahrscheinlich haben wir den Easy Mode in dem Spiel, weil ich einen Mann spiele. Und Männer sind stärker als Frauen. Ich verstehe. Das ist nicht gut. Triff sie doch! Ich möchte mal einfach schreien. Ich krieg den noch. Oh, das ist gut. Oh, wie habe ich ihn? Ich weiß nicht. Titanitbrocken, das ist sogar gut. Den brauche ich. Ich würde gerade sagen, in der Insane Reignited Trilogy, aber nee, warte mal. Angeblich ja nicht. Du hast mich eben verarscht. Titanitbrocken! Geil. Ach komm. Du kleiner Splasher. Komm hier runter, damit ich dich schlagen kann. Ist ein interessanter Ort hier, wenn ich das mal so sagen darf. Erinnert mich so ein bisschen an Dorf aus Jack 2. Dorf. Anfangsgebiet aus Jack 2. Das war auch komisch und verwirrend und hat abgefuckt. Weil ich fuck das bisher noch nicht ab. Bisher noch nicht. Ist Jack 2 schwieriger als Dark Souls 2? Anders. Brrr. Hi. No, ich wollte nicht runter. Guck mal, ich kann das kaputt machen. Bin ich jetzt im gleichen Loch wieder? Wie? Ne, ich bin im anderen Loch. Zu viele Löcher, wenn ihr mich fragt. Ah, jetzt bin ich tatsächlich bei diesem. Ah, okay. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Zu schwer zum Öffnen. Okay. Moment, wo bin ich jetzt? Nee. Dachte, hier war ich schon, weil ich hier irgendwie kaputte Sachen sehe. Aber ich glaube doch nicht.
Das ist ja mysteriös. Na gut, dann gehe ich jetzt mal hier weiter. Ihr lasst mich in Ruhe. Ja, doch schon so, ne? Boah, ganz ehrlich, ich rieche echt für den nächsten Boss, ne? Krank, sage ich euch. Ja, jetzt natürlich ein Moment. Verlassener, chill kurz. Ich kümmere mich gleich um dich. Das ist jetzt ein echt ein bisschen doofes Timing, Kumpel. Wenn ich mich mal so beschweren darf. Warte mal kurz, wollen wir kurz wieder eine Energie auffüllen? Danke. Ja, herrlich. Kann man so eine Geister backstabben? Das wäre ziemlich cool tatsächlich. Ups. Oh nö. Degen in Gefahr. Das ist jetzt ganz doof. Muss ich gleich mal reparieren, wa? Naja, sind nämlich zum Glück ein bisschen weniger stressig als in Dark Souls 1. Sehr gut. Wo man dann noch logischerweise da ganz hinlaufen musste, weil man ja nicht unbedingt sofort teleportieren konnte. Ist jetzt super geil, wenn ich hier irgendwie jetzt ein Lagerfeuer finden würde. Du bist kein Lagerfeuer. Sterben. Echt jetzt, Spiel? Ach komm schon. Ich hau ab. Oh Gott. Aber hier geht's ja weiter, ne? Ah! Ich muss ja weg irgendwie oder so. Wie ist das? Kann ich hier rüberlaufen? Wahrscheinlich. Oh wei, oh wei, oh wei. Schon ein bisschen gruselig. Bin ich ganz early. Ganz early. Da auch so eine komische Redensart, ey. Das ist eine Nebelwand. Ist das eine Nebelwand? Ich glaube, das ist eine Nebelwand. Der war gar... Okay. Mal gar kein Damage mehr. Holy shit. Okay, Leute. Wir müssen es irgendwie jetzt schaffen zu einem Lagerfeuer. Das wäre mega, weil... Dingenskirchen retten. Degen. Vor allem retten. Ne, das ist eine Nebelwand. Aber da könnte ein Boss hinterlauern, tatsächlich. Irgendwie fühle ich das sehr. Hier unten in so einem abgelegenen Scheißgebiet. Hier ist ja auch sonst nichts, ne? Wo jetzt irgendwie sich ein Lagerfeuer verstecken könnte. Ja, okay. I guess. Ich werde es eh nicht schaffen. Ja, okay. Dann ist das Level ab durch. Dann sei es so.
Müssen wir jetzt leider erstmal meinen Degen reparieren. Ah, krass, dass er schon kaputt ist. So, was brauchst du? Wie viel? 1386. Ja. Boah, ich habe direkt die richtige Taste gedrückt. Habt ihr es gesehen? Ich bin so geil. What? I'll be around. So. Jetzt damagiere ich wieder ganz viel. Wie es mir gefällt. Ja. Muss ich jetzt da nochmal komplett durchlatschen, war boah. Gut, ist die Folge ist vorbei. Wie viel habe ich eigentlich aufgenommen? Ich muss gerade mal kurz gucken, tatsächlich. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay, das heißt nur noch eine Folge dann. Dann könnte ich ja vielleicht sogar noch den Boss schaffen, wenn das tatsächlich ein Boss ist. Wenn. So, Lebenssteine, die wir mal kaufen können. Ich bin Dödel. Oh nö. Kniebeugen. So, kann ich jetzt hier nicht mal einen gescheiten Weg gehen vielleicht? Wo du mir nicht auf den Sack gehst. Also killen darf ich ihn anscheinend nicht. Oder doch? So. Was ist hier? Hier habe ich mich nie zu Ende umgeguckt. Dafür wurde ich schon zweimal gekillt, ne? Hilfe? Ziehen. Irgendwie zerbricht das Spiel heute so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Da ist eine Tür hinter, ne? Ja, okay. Ach so! Sorry. Oh. Wenn da jetzt nicht was Cooles drin ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Gott, da muss man erstmal hinkommen. ja. Oh, jojo, das war knapp. Ritualband des Südens. Erstmal Lücken machen. Haben wir uns jetzt hier auf Zauber. Langweilig. Gut, ich bin jetzt die Folge. Tschüss.